Hallo zusammen, Killer Gardoffel hier. Durch das Update 1.6.1 in Hunt Showdown können wir jetzt auch im Ganzlinger-Mod das Field of View und die dazugehörige Maus-Sensitivity verändern. Für mich haben die Standardwerte der Sensitivities nicht mehr gepasst, was sich besonders beim Sprinten, beim Umschauen mit dem Messer und im Darkside-Mode bemerkbar gemacht hat, weil hier meine Sensitivity plötzlich viel zu langsam war. Wie ich das Problem behoben habe und wie ich generell meine Sensitivities in Games einstelle, zeige ich euch jetzt. Damit ich mich bei verschiedenen Spielen nicht immer wieder aufs Neue an eine andere Sensitivity gewöhnen muss, habe ich abgemessen, welche Strecke meine Maus zurücklegt bei einem 360-Grad-Kreis im Spiel, der sich für mich optimal anfühlt. Bei mir 35 cm. Die Strecke messe ich vom Rand des Mauspads ab und lege an das Ende einen Gegenstand, der die Maus beim Einstellen der Sensitivity im Game stoppen soll. Jetzt suche ich mir im Spiel einen Fixpunkt für meine Komplettdrehung, wie zum Beispiel diesen Baum, lege die Maus an den Rand des Mauspads und versuche mit genau einer Ingame-Drehung bis zum Gegenstand auf dem Mauspad zu kommen. Da ich mit den aktuellen Einstellungen gerade mal ungefähr eine halbe Umdrehung schaffe, muss ich jetzt die Sensitivity erhöhen, um auf der vordefinierten Mauspad-Strecke eine ganze Umdrehung hinzubekommen. Mit den neuen Sensitivity-Einstellungen komme ich über den Fixpunkt der 360-Grad-Drehung hinaus und habe noch Platz auf meinem Mauspad bis zu dem Stopper. Das bedeutet, die neue Sensitivity-Einstellung ist zu hoch und muss jetzt wieder runtergedreht werden. Im zweiten Versuch komme ich nicht ganz bis zum Fixpunkt, das heißt, die Sensitivity ist zu niedrig und muss wieder angepasst werden. So nähert ihr euch an genau die spielspezifische Sensitivity heran, die euren 360-Grad-Wendekreis im Spiel ergibt. Und da ihr die Strecke abgemessen habt, könnt ihr den Wendekreis auch auf andere Spiele übertragen, um dort eure gewohnten sicken Skills zu droppen. Um in Hunt Showdown auch außerhalb vom Shoulder Aim dieselbe Sensitivity zu erhalten, sprich wenn ihr sprintet, euch mit dem Messer umschaut oder im Darkside-Modus, müsst ihr jetzt noch die Default-Sensitivity anpassen. Das macht ihr am besten mit der Hilfe eines Messers, indem ihr euch mit einer Schusswaffe auf den Fixpunkt ausrichtet, dann zum Messer wechselt und den ganzen Spaß für die Default Sensitivity nochmal von vorne macht. Nachdem ihr das Ganze sowohl für die Shoulder Aim Sensitivity als auch für die Default Sensitivity eingestellt habt, könnt ihr im Spiel eine durchgehend gleiche Sensitivity genießen, die sich nur beim Heranzoomen mit der Waffe ändert. Frohes Einstellen und wir sehen uns beim Jagen!